JFT, just fair and direct. Ein herzliches Willkommen, liebe Webinar-Teilnehmer. Ich mache doch wie immer gern zu Beginn mal den Soundcheck. Könntest du das Bild sehen und mich hören? Ich erwarte dann gleich Chris im Webinarraum, sodass es losgehen kann zu unserer heutigen Action. Wie immer einmal monatlich technische Cluster-Analyse und aktuelle Trading-Ideen. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir sozusagen aus dem alten Monat mitnehmen können. Juli hier, unserem letzten Webinar, insbesondere jetzt für August und auch den Dingen, die denn da weiter sozusagen einkehren. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Deswegen werde ich auch gleich den Bildschirm an den lieben Christian übergeben und freue mich da auf jeden Fall auf die nächste gute Stunde. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, immer wieder auch den Chat nutzen. Das will ich gleich an der Stelle erwähnen. Und zudem den Hinweis, liebe Teilnehmer, heute Nachmittag 16 Uhr gibt es auch noch das Rainbow Trading im Rahmen dessen, dass wir hier an der Stelle natürlich ein Stück weit den Trendhandel forcieren. Da hat jeder seinen Ansatz und heute freue ich mich auf den Ansatz eben vom lieben Chris Stern. Und da auch der Hinweis, wir hatten das zuletzt ja auch schon besprochen, dass wir an der Stelle in Zukunft den eigenen Playlist-Channel anlegen wollen, um auch so ein Stück weit in die Vergangenheit schauen zu können. Das ist jetzt in der Etablierung, verzeihst du den kleinen Verzug. Auf jeden Fall wollen wir hier auf YouTube da so ein Stück weit eben auch die Serien fortsetzen. Und da freue ich mich, wie gesagt, dass der Chris als Protagonist und eigentlich auch Herr aller Reusen am Start ist. Und jetzt würde ich mal sehen, dass ich das Mic freischalte. Christian, kannst direkt mal schauen, ob du dich schon zuschalten kannst. Ich würde dir dann wie immer gleich den Bildschirm geben. Sei gegrüßt! Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich soweit hören. Ausgezeichnet, wie immer. Bitte auch mal kurz um Feedback. Ich grüße erstmal hier den lieben Peter. Die Heidrun ist auch wieder am Start. Dominik. Und insofern, wir haben sogar jetzt gerade mal schon zwei Peters im Chat. Grüße, der Raum fühlt sich gut an, fühlt sich weiter an der Stelle. Chris, freue mich auf jeden Fall, dich so nah auch gleich wieder zu hören an der Stelle. Ich gebe dir, wie gesagt, den Bildschirm rüber. Feedback ist positiv. Fragen, magst du sie sehen oder soll ich sie lieber sammeln? Wie hättest du es nochmal gern? Weiß nicht, ob du da bleibst während des Webinars oder ob du die Zeit hast. Wenn es dich nicht stört, kannst du gerne mit reinlesen oder gleich reingrätschen. Wie es dir jetzt am liebsten ist, einfach. Genau, haben wir uns jetzt gar nicht abgestimmt vorher, aber Bild und Ton ist super, nochmal als Feedback. In jedem Falle bin ich heute da für dich, würde mit einem Auge natürlich so ein Stück weit noch, obwohl man natürlich hier das Multitasking immer so ein Stück weit, separat betrachten muss, weil der Fokus ist immer wichtig, auf eine Sache zu haben. Aber ich würde so mit einem Auge hier und da noch was anderes betreuen, obgleich ich dabei bin, auch die Fragen sozusagen da für dich gerne abfange und dann an der Stelle auch natürlich hier und da interveniere, wenn du auch eine Frage im Rahmen einer Einschätzung an mich hast. Aber ich freue mich erstmal drauf, was du mitgebracht hast, lieber Chris Stern. Und da gehe ich gleich an den nächsten Slide über, liebe Teilnehmer. Wenn ihr nämlich hier an der Stelle Handelsempfehlung hört, wahrnehmt, ihr wisst es, keine Handelsempfehlung in der Art, dass ihr hier die Umsetzung vollzieht, sondern das sind subjektive Einschätzungen von uns und eben niemals Handelsempfehlungen. Jeder muss nach eigener Couleur sein Risiko einschätzen, abschätzen und an den Märkten agieren. Und wir haben zuletzt hier auch die Risikoquote angepasst, beziehungsweise, wenn ich hier zurückgehe, der Slide ist von unlängst. Und da ist ja die Tatsache, dass 75,05 unserer Teilnehmer leider Gottes mit Blick auf die letzten 12 Monate Geld verloren haben. Der Wert ist leicht besser geworden. Das muss man alle 3 Monate im Zyklus wiederholen. Insofern freue ich mich da, dass die Quote nach unten geht, wobei die natürlich auch nicht so repräsentativ generell ist. Aber wir sehen eben hier, dass dann eben doch, ja, 3/4 relativ, ja, sage ich mal, Schiffbruch erleiden rund. Und da gilt es gegen zu gehen. Deswegen gleich mal in die Live-Charts dann auch über und sozusagen jetzt der Chris für euch am Start. Bin gespannt, was du mitgebracht hast. Kleine Sekunde, jetzt kommt die Moderator-Auswahl und dann bist du am Start. Ihr Lieben, ihr müsstet jetzt hier meinen MetaTrader sehen. Ich hoffe, das funktioniert soweit, Chris. Absolut grünes Licht, gut zu sehen und wie gesagt, Ton ist eh gut. Super, dann von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet, habt ähnlich schönes Wetter wie hier
Am schönen Chiemsee, wir haben 23 Grad Luft, fast auch Wassertemperatur und ja, besten Sonnenschein. Und von daher freue ich mich trotzdem, wenn ich hier in die Teilnehmerrunde gucke, dass einige von euch oder recht viele auch sogar sich die Zeit nehmen, sich hier den Märkten zu widmen und hier natürlich auch gemeinsam vielleicht wieder die ein oder andere Trading-Idee heute zu finden, zu ermitteln, zu diskutieren. Von daher lade ich euch natürlich gerne noch mal zur Diskussion ein. Das heißt, wenn ihr interessante Basiswerte gerade selber tradet, auf dem Schirm habt, dann stellt sie gerne in den Chat ein. Am besten natürlich auch noch mal mit Richtung Long Short. Was ist eure Idee dahinter? Wo geht ihr rein? Wo geht ihr raus? Wo liegt euer Stop-Loss? Weil dann können wir uns das gemeinsam direkt am Chartbild anschauen und so ein bisschen ausdiskutieren, ob wir ähnlicher oder so vielleicht sogar gleicher Meinung sind und vielleicht sogar gemeinsam diesen Trade aufmachen. Von daher, vielleicht hat der ein oder andere Lust, hier etwas vorzustellen, selber beizutragen. Ansonsten, wer jetzt das erste Mal in dieser Reihe dabei ist, dem sei noch mal gesagt, ich versuche generell in den Charts immer möglichst viele Komponenten aus den Strömungen der technischen und Fundamentalanalyse herauszuziehen, zu kombinieren und eben dann auch in diese sogenannten Cluster, was im Deutschen nichts anderes heißt wie Klumpen, zu suchen, um dann möglichst viele Interessensgruppen aus der ja, Anleger-Trader-Gemeinschaft hinter mir zu wissen, um dann auch möglichst nachhaltige und ja auch dynamische Kursbewegungen hier zu traden. Das heißt, wir versuchen einfach nicht nur Fibonacci, nicht nur Markttechnik, nicht nur Elliott-Wellentheorie, sondern alles, was eben durchaus seine Daseinsberechtigung hat, eben uns da die besten Vorteile herauszuziehen aus den verschiedenen Strömungen, das Ganze im Chartbild zu kombinieren und dann einfach hier ja Bereiche zu finden, in denen der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Richtung drückt, um auch diese Seitwärtsschiebezonen, die so ein bisschen nervig sind als Trader, wenn man eine Position aufmacht und dann passiert da ewig lange nichts, man bezahlt nur den Swap und hat keine Kursbewegung. Das wollen wir quasi vermeiden und im besten Falle also gleich eine Position aufmachen, die gleich losläuft. Wer sich das Thema nochmal anschauen will, das Buch Technische Clusteranalyse ist jetzt von 2016 schon, aber natürlich trotzdem noch brandaktuell, weil einfach hier nochmal meine Methodik dahinter steht. Ansonsten findet ihr auf YouTube auch zu allen Bereichen, die ich hier in den Charts drin habe, sei es das Marktprofil oder ähnliches, auch immer nochmal die Grundlagenerklärungsvideos. Das heißt, wenn jetzt jemand gar nicht weiß, was das Marktprofil ist, was Fibonacci bedeutet und so weiter und so fort. Ihr werdet natürlich hier bei JFT immer wieder geschult und könnt euch das, wie gesagt, dann auch gerne auf YouTube anschauen. Ansonsten, meine Homepage ist die tradingstars.de und ihr könnt dort das ja, letzte Chartbild nochmal aufrufen, was wir auch hier gemeinsam besprochen haben. Das war der Goldpreis und gleich dazu nochmal, weil der Chris das gerade angesprochen hat, die Masse verliert im Trading und auch wir als sogenannte Profis verlieren hin und wieder mal einen Trade. Und das wäre doch recht unprofessionell. Beim letzten Webinar, da haben wir noch gesagt, ja, alle Trades laufen in unsere Richtung, das funktioniert recht gut. So soll es sein. Das ist quasi natürlich unser Ziel. Aber wir haben jetzt auch hier nochmal einen Chart, der natürlich, wer die Märkte verfolgt hat, seitdem in sich zusammengebrochen ist, der also das absolute Gegenteil gemacht hat. Aus Sicht der Charttechnik, aus Sicht der Saisonalität und hier natürlich ein Trade, der sozusagen auch aus meiner persönlichen Sicht heraus nicht so gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen. Und ja, da kommen dann eben auch mal die Verluste her. Und wenn man jetzt sieht, dass da über 70% der Leute ihr Geld verlieren im Trading, es ist recht anstrengend, dieses Geschäft zu erlernen. Und ich denke, dass es für den einen oder anderen vorteilhaft ist, wenn man einfach sich nicht nur einer Strömung widmet und nicht nur ein Buch liest und sagt, das funktioniert dann und das muss dann so durchgezogen werden wie der sogenannte Heilige Gral, sondern wenn man einfach versucht, sich einen Baukasten anzueignen und hier verschiedene Methodiken zu kombinieren. Wir hatten also damals hier im Goldpreis die Saisonalität mal betrachtet. Wir hatten die gleitenden Durchschnitte auf dem Schirm. Wir hatten die klassische Charttechnik mit klassischen Unterstützungen, Doppelbodenformation und so weiter und so fort analysiert. Wir haben das Volumen analysiert. Wir haben den Trend analysiert, den Geldfluss. Wir haben quasi das gemacht, was wir tun konnten.
Und dennoch ist natürlich, wer das verfolgt hat, der Silberpreis, der Goldpreis ordentlich unter die Räder gekommen und der Trade geht dahin los. Und dafür ist eben unser Risiko-Money-Management, unser Stop-Loss-Management ganz, ganz wichtig, dass wir maximal 1 bis 2%, bei mir persönlich sind es 2% vom Konto pro Trade verlieren. Auch dann ist quasi hier nicht ganz so viel passiert, wenn sowas mal nach hinten losgeht. Chris, die Frage an dich, im Goldpreis. Wir waren uns da, glaube ich, recht einig und im Endeffekt war ja jeder eigentlich, oder zumindest fast jeder, außer die Wellenreiter hier eigentlich bullish für den Markt, einfach aufgrund des starken Chartbilds, der starken Saisonalität und auch des Backgrounds Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten eigentlich ein Wert, der fast nicht fallen kann, aber natürlich jetzt gefallen ist. Vielleicht hast du noch mal kurz ein paar Worte dazu, wie du das Ganze erlebt hast, wie du vielleicht auch vor dem Verfall sozusagen den Chart eingeschätzt hast. Ich finde mal ehrliche Worte ganz wichtig. Aus meiner persönlichen Sicht heraus war das zu dem Zeitpunkt, als wir das letzte Webinar gemacht haben, so nicht erkenntlich. Wir waren zwar an der 200-Tage-Linie am EMA angekommen, aber an sich hat sich das ganz gut gezeigt. Wir hatten diesen Doppelboden, wir sind nach oben durchgegangen, haben dann korrigiert sozusagen 61,8 Fibo, haben Volumenunterstützung gefunden, haben charttechnische Unterstützung gefunden und waren eigentlich mit der bullischen Saisonalität hier in Richtung der 1900er Marke nochmal unterwegs. Das war auch mein Trade sozusagen, der jetzt natürlich im Stop-Loss gelandet ist. Chris, vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte zum Gold sagen, weil es mich persönlich jetzt einfach auch interessieren würde, wie du diese Rallye der Bären da jetzt erlebt hast in diesem Edelmetall. Ehrliche Worte, Chris. In jedem Falle mag ich das auch sehr an dir, dass du da auch sozusagen nicht der Humbler bin, der bist, der da hier an der Stelle irgendwo immer wieder nur die Gewinntrades zeigt, sondern auch mal da einen Verlust eingesteht. Und wer mich da auf Insta auch verfolgt, wird auch wissen, dass ich bei Gold auch einen Verlust erlitten hatte. Denn ich ging sogar noch vor den Non-Farm-Payrolls der letzten Woche noch wesentlich weit höher im Bereich 1810 Long. Da hatten wir wirklich im kurzfristigen Segment einen schönen Support-Bereich. Ich sicherte das Ganze auch relativ eng ab bei 1800. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ein bisschen MetaTrader schauen. Wobei, das kann ich direkt mal tun, wo der Trade abgesichert war. In jedem Fall, es war ein Intraday-Trade mit kurzer Ansicht, so vor den Non-Farm-Payrolls was mitzunehmen. Mein Stop-Loss war 1805 US-Dollar. Also relativ aggressiv und noch vor dem Crash, weil meine Idee eben war, und da blase ich ins selbe Rohr, wir haben saisonal wirklich starke Tendenzen gehabt. Und der Goldpreis über die Sommermonate definitiv bullisch. Wir hatten ein interessantes Chart-Setup, was du auch im Juli vorgestellt hattest. Und damals, also in der letzten Woche vor den Non-Farm-Payrolls, sah ich da oben so ein Stück weit eine Seitwärtsrange und spekulierte auch auf einen Long-Trade und sicherte das aber auch mit dem Stop-Loss ab. Weil, wie du auch sagst, verlieren gehört zum Geschäft. In dem Fall hatte ich sogar nur 0,5% riskiert, weil es eben A Intraday war und B kurzfristig. Die Idee dann eben hier Long zu spielen. Wenn das nicht geschieht, muss man den Stop kalkulieren. Denn wäre man nicht ausgestoppt worden und hätte hier ohne Stop-Loss und Risk-Management gearbeitet, man sieht ja hier, was das für ein Desaster geworden wäre. Also eine ganz deutliche Schieflage, wenn man seine Trades da nicht absichert. Insofern immer das Risiko im Griff halten. Und ich muss zugeben, die Non-Farm-Payrolls sind immer wieder für viel Bewegungen zu haben. An dem Freitag, es war schlichtweg, wie du schon sagst, die Elliott-Wellenzähler haben hier und da den Down-Move erwartet, obgleich auch viele den Spike nach oben, den hätte ich eben kurzfristig mitnehmen wollen, auch nicht aus Acht gelassen haben. Das ist immer wieder eine sehr subjektive Ansicht, wo man nun wie, in welchem Timeframe die Wellen zählt. Aber ja, die Elliott-Wellenzähler waren eher bärisch und es kam tatsächlich zu diesem Einbruch. Und da gibt es auch den Exodus-Trader auf Insta, mit dem ich eng im Kontakt war. Wir hatten uns an dem Tag auch schön gebettelt. Da ging es nämlich in die Richtung, dass der sozusagen short positioniert war und auch wohl rechtens seine Argumente dafür hatte. Und er lag dann tatsächlich wirklich auf der richtigen Seite. Und da kann man ihm nur gratulieren. Es gab eben da auch eine Widerstandsebene, in der ich da, das hast du gerade eingezeichnet, Chris, auf die ich spekuliert hätte, dass er die 1830 nochmal ansteuert, gegebenenfalls ausbricht und mit dem saisonalen Muster aus Swing Trading Betrachtung heraus vielleicht sogar dann weiter in Richtung 1900 zieht. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Markt ist zu den Non-Farm Payrolls abverkauft worden und hat dann, und das ist auch spannend, mit einem Gap Down eröffnet. Das ist gar nicht mal an den Devisenmärkten so selten, weil über das Wochenende hin und wieder dann ja doch Sachen stattfinden, die ja ihren entsprechenden Preisversatz erzeugen. Und beim Gold war es in dem Fall in einem
illiquiden Marktumfeld eine Milliardenorder, die im fernostasiatischen Handel dann sozusagen positioniert wurde und dazu führte, dass der Goldpreis sozusagen diesen Flash Crash gestern erlebte. Und da ging es eben, wir sehen es im Chart, in Richtung 1680 runter. Ein schönes Support-Level an der Stelle. Das war übrigens auch mein Ziel nach dem Crash vom Freitag. Ich hatte da auch eine Analyse auf Wochenchartbasis veröffentlicht, dass der Goldpreis eben jetzt wirklich ein Stück weit unter Beschuss steht und die 1760 auch schön zu sehen bei dir im Chart hier, 1765, 1760, schönes Level hier wohl ansteuert, beziehungsweise von da abprallen könnte im Rahmen der bullischen Saisonalität. Und dann gab es jetzt am Montag dieses Downgap und wir sind direkt nochmal gut $100 nach unten gerutscht. Jetzt gerade ein schönes Reversal. Ich finde Gold dahingehend jetzt in der Tat angezählt, könnte mir gut vorstellen, dass wir doch nochmal entgegen der Saisonalität Richtung 1685 laufen, vielleicht nochmal ein Stück weit tiefer sogar gehen, um wirklich den letzten Long-Positionierten auch abzuholen, um dann doch wieder aufzudrehen. Also ich bleibe übergeordnet eh bullisch, bin ja sozusagen ein kleiner Goldbug, ein kleiner Goldfan und freue mich der tiefen Preise im Rahmen des physischen Nachkaufs, aber unter Trading-Gesichtspunkten hat sich der Bias meines Erachtens ganz deutlich bärisch eingedreht. Das heißt, wir können hier wirklich eher noch nach unten tendieren und ich sehe momentan, um die Frage zu beantworten, was ein Monolog. Chris, verzeih mir, ich gebe sofort das Mic an dich rüber. Ich würde hier auf einen Pullback spekulieren wollen in Richtung 1760, 65, also gut nochmal $30 Erholung, um dann da irgendwo in diesem Bereich nach Umkehrkerzen, nach einer Wiederaufnahme des Downmoves zu schauen, um dann eben. Und das wäre so ein Stück weit mein präferiertes Szenario in Richtung 1685, 1650 zu schielen, um dann den Downmove mitzunehmen, von dem ich dann dort ausgehend wieder eine Erholung erwarten würde. Das mal sozusagen mein Fazit zum Goldpreis. Ja, also schwierige Lage. Also ihr seht, wir haben damals hier quasi aufgrund dieses Doppelbodens auch in gewisser Weise diese Long-Position eröffnet. Und jetzt muss man aber auch so fair sein und sich das Chartbild jetzt aktuell nochmal anschauen. Wir hatten natürlich zu diesem Doppelboden dann auch das Pendant mit diesem Doppeltop gesehen. Und spätestens dann hätte man natürlich für eine Long-Position auch den Stop-Loss nachziehen können, weil das ist natürlich, umso bullischer jetzt dieser Doppelboden war, umso bärischer war natürlich auch schon dieser Doppelboden, dass es eben hier nicht weitergeht. Dass hier, das hatte mit den NFP-Daten noch nichts zu tun. Das hat sich vorher schon rauskristallisiert, dass hier nochmal Druck auf den Markt draufkommt. Das heißt, man hätte hier, wenn man diese Chart-Formation handeln möchte auf der Long-Seite, natürlich auch, wenn das Ganze auf der Gegenseite auftritt, reagieren können müssen, zumindest den Stop-Loss mal hier nachziehen als Positionstrader. Das ist jetzt eine Sache. Und so fair muss man sein. Das Chartbild war sehr bullisch, aber es hat dann auch schon kurz vorher das Ruckeln angefangen, auf Deutsch gesagt, und man hätte hier schon mal etwas hellhörig werden können. Was dann natürlich mit den News passiert ist, okay, das kann man so als Charttechniker auch nicht unbedingt immer wissen, weil wir sind natürlich hier immer in zweiter Reihe, was die fundamentale Welt angeht, die ist immer etwas stärker als die Charttechnik, weil natürlich eine Nachricht, dass alles, was hier rein technisch interessant ist, sofort zerstören kann. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass wir hier oberhalb bzw. unterhalb des 1760 eine sehr, sehr starke, breite Widerstandszone haben aus eben sehr, sehr vielen Hoch- und Tiefpunkten horizontaler Art. Und je öfter sowas bestätigt ist in der Vergangenheit, desto stärker wird das natürlich auch in der Zukunft drücken. Das heißt, das war jetzt die Zone sozusagen, die der Chris gerade beschrieben hat, dass wir hier nochmal hochlaufen, uns wahrscheinlich erholen werden. Und da aber eben nochmal massiv auf Widerstand treffen. Was völligst dagegen spricht, ist natürlich die Saisonalität. Die ist jetzt, wenn wir mal auf Seasonax rübergehen, das ist also eine kostenfreie Möglichkeit, sich hier die Saisonalitäten für die wichtigsten Basiswerte anzuschauen. Das heißt, das könnt ihr gerne nutzen. Wenn ihr auf seasonax.com geht, landet ihr auf dieser Homepage und könnt euch hier zumindest die wichtigsten, liquidesten Werte kostenfrei anschauen. Ansonsten, wenn euch das weiter interessiert, auch natürlich gerne mal vielleicht hier so ein Probeabo machen oder ähnliches. Und wenn ihr hier den Goldpreis jetzt auf den heutigen Tag euch mal anschaut, ist es einfach so klar, jetzt haben wir mal ein, zwei Tage Schwäche, aber wir gehen tendenziell immer noch in die starke Phase rein. Wir haben eine starke Phase gehabt, erwartet und immer noch vor uns, aber wir haben halt massiv auf die Mütze gekriegt seitens der News und das ist dieses Jahr übrigens generell ein starkes Problem der Saisonalitäten. Sie funktionieren dieses Jahr bisher, wer das beobachtet, wer das regelmäßig tradet,
Grottenschlecht. Es ist also so ein richtiges Ausreißerjahr, was Saisonalitäten angeht. Klar kann man sagen, Corona-Pandemie und die Gelddruckerei der Zentralbanken und so weiter, das verändert sozusagen diese ganze Datenlage. Aber es ist einfach so, dass das halt nicht immer funktioniert. Es funktioniert so in 7, 8 von 10 Jahren sehr, sehr gut. Und dann kommen eben Jahre, 1, 2, maximal 3 pro Dekade, wo einfach Saisonalitäten überhaupt nicht funktionieren. Und leider, wer also hier diesen Baustein des Saisons nutzt, ist dieses Jahr eigentlich da der Wurm drin. Das geht aber auch, das ist genauso, was den DAX angeht und so weiter. Saisonalitäten in diesem Jahr bisher der Verlierer unter den Strömungen der technischen Analyse. Das ist eigentlich fast schon Fundamentalanalyse. Nur mal so am Rande. Das heißt, das muss man jetzt dann auch erstmal so ein bisschen hinten anstellen in der Neuanalyse, in der quasi Neueinschätzung. Und ich gehe auch mit dem Chris mit. Ich sage, wir erholen uns wahrscheinlich in die Widerstandszone hinein, aber dann muss man erstmal sehen, was passiert hier. Also schaffen die Bullen das hier durch. Dann haben wir wieder das Problem, dass wir Volumenwiderstände haben, dass wir gleitende Durchschnitte haben. Also da ist jetzt so viel kaputt gegangen in diesem Chartbild, dass jetzt einfach nach oben hin so viele Barrieren liegen, dass jetzt erstmal ein Long-Investment schwierig scheint. Es ist auch so, dass natürlich so eine große Order, die so einen Flash-Sale hier auslösen kann, ja, dass da Interessen scheinbar am Markt sind, den Kurs runterzudrücken, kann auch sein, dass das Interesse war, hier mal ein paar Stops auszulösen. Und dann eben relativ günstig große Volumina einzusammeln zu sehr niedrigen Kursen, weil derjenige, der die Kraft hat, diese Bewegung auszulösen, der hat natürlich auch die Möglichkeit, hier unten unter diesen letzten Verlaufstiefs dann die Stücke einzusammeln, die sozusagen der normale Investor, normale Trader sozusagen via Stop-Loss in den Markt reinwirft, bekommt natürlich derjenige, der hier erstmal auf den Verkaufsbutton drückt und sozusagen Shortseller wird, dann natürlich auch die Möglichkeit, hier wieder Stücke einzudecken und das zu sehr günstigen Kursen. Und wenn diese Kraft da zu sein scheint und wenig Gegenwehr im Orderbuch ist, dann kann natürlich sowas nochmal passieren. Kann auch sein, dass das jetzt einfach nur hier Interesse war, ein paar Privatanleger rauszunehmen, Stücke günstig anzusammeln, dass der Kurs nach oben durchgeht. Aber da haben wir, wie gesagt, jetzt erstmal Barrieren vor uns. Ich würde jetzt erstmal die Finger davon lassen, um ehrlich zu sein, vom Goldpreis und das Chartbild sozusagen sich mal nach diesem Kursrutsch so ein bisschen austarieren lassen. Also ihr seht das in der Vergangenheit immer, wenn hier so starke Kursrutsche stattgefunden haben. Erstens ist es selten so, dass nur eine solche Kerze stattfinden, sondern dass nochmal was hinterherrutscht. Und dann braucht auch manchmal, beziehungsweise meist der Kurs, zumindest mal ein paar Tage, um sich hier zu akklimatisieren, weil das Orderbuch ist jetzt natürlich binnen 2 Tagen sozusagen in einer ganz anderen Sphäre angekommen, was die Preisbildung angeht. Das heißt, die Marktteilnehmer müssen sich jetzt erstmal einig werden, ob sie überhaupt bereit sind zu kaufen, zu verkaufen und ihre Orders auch erstmal wieder in diesem Bereich einstellen, sich sozusagen erstmal auch sammeln. Und das macht der Kurs jetzt, das sehen wir ganz schön an den heutigen Kursen. Wenn wir mal rübergehen in den MetaTrader JFD, sehen wir, dass diese Kurslücke sozusagen noch gar nicht so richtig hundertprozentig geschlossen wurde. Und das ist eben jetzt das wahrscheinlichste Szenario, dass wir sozusagen die Kurslücke noch dicht machen, dass wir an die gleitenden Durchschnitte ranlaufen, uns mal so ein bisschen sammeln und sich dann erstmal zeigen muss, ob Bulle oder Bär hier am längeren Hebel sitzt. Übrigens, die Saisonalität über nur 3 Jahre gerechnet, also sehr kurze Historie, die sagt uns jetzt auch einen Break nach unten hin an. Das heißt, die letzten 3 Jahre war jetzt schon der Switch nach unten. Das heißt, es hat die letzten Jahre schon nicht funktioniert, wer jetzt saisonal long gegangen ist, auf Basis 10, 15 Jahre. So viel am Rande. Also Goldpreis, meiner Meinung nach, haben wir erstmal auf die Mütze gekriegt, lagen auf der falschen Seite, leider. Aber hatten auch sozusagen Indikationen im Chart, dass man hier vielleicht mal Stop nachzieht, dass man vielleicht doch ein bisschen aufpassen muss. Und jetzt natürlich aus meiner Sicht erstmal die Möglichkeit, beziehungsweise die Pflicht des Kurses, sich hier zu sammeln, zu zeigen, wer sitzt am längeren Hebel, wo geht's hin. Was man schön machen kann, ist natürlich hier auf Stundenbasis jetzt diesen Gap Close zu handeln. Also, dass man sagt, man geht hier eben eine Long Position, setzt einen engen Stop Loss auf H1 Basis oder Buy Stop hier oben rein. Quasi Stop-Loss hier drunter, das ist eine kleine R-Strecke, also ein kleines Risiko, und man macht sozusagen ungefähr das Zweifache an Chance wett. Also man kriegt ungefähr für 1 Euro, den man in den Markt reinwirft, 2 wieder raus. Einfach nur auf Gap-Close gerechnet jetzt. Das heißt, das wäre ein kurzfristiger Trade für diese Woche, den man jetzt meiner Meinung nach machen kann, zu günstigen Kursen engen Stop-Loss setzen. Je enger das Stop-Loss da ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass er reißt, dass er fliegt. Das heißt, wenn ihr da reingeht in so einen Trade,
Hast du so ein Zockerding, dann geht vielleicht auch mal nur mit der halben Size rein, also mit dem halben Risiko, das er normalerweise handelt. Das würde aus meiner Sicht Sinn machen. Ansonsten, wenn wir jetzt mal kurz die Möglichkeit nutzen, der Basiswerte, die wir in der Vielzahl haben, uns hier natürlich Alternativen zu suchen. Wir sind überhaupt nicht angewiesen auf Gold oder Silber. Wenn das halt jetzt im Moment erstmal ein bisschen hackelig ist, dieses Chartbild, dann einfach Finger davon lassen und wir suchen uns einfach Märkte, die ruhiger laufen, die besser laufen, die auch hier auf Basis unserer Filtermatrix natürlich einfach uns einen besseren Trade versprechen. Ja, Chris? Lukas, wunderbar gesagt an der Stelle. Lass mich nur einen Kommentar von einem Teilnehmer noch aufnehmen und auch Grüße an Andreas, der sich hier zugeschaltet hat. Andreas Bernstein, Protagonist bei unserem Trading Room und überhaupt natürlich auch wichtig in Sachen DAX-Analyse zugegen. Grüße gehen hier nach Potsdam Richtung Norden Berlin und Co. Ich möchte nur kurz, während du schon ein Stück weit mal die Beschau reinnimmst wegen der Underlines, kannst gerne nochmal zurückswitchen, drauf eingehen, weil der Alex sagt so ein Stück weit hätte, Fahrradkette oder beziehungsweise Gold müsste eigentlich und DAX und dies und jenes. Lieber Alex, wir können nur hier im Rahmen der technischen Analyse und eben auch hier der Kombination verschiedener Elemente dieser, ob das jetzt Ellenwellen sind, Fibonacci, Saisonalität, Zyklenlehre, nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, lieber Alex. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist dein Risiko. Das heißt, Stop-Loss setzen, Wahrscheinlichkeiten oder andersrum, Wahrscheinlichkeiten bemessen, um hier einen Vorteil zu adaptieren. Risiko definieren und der Rest macht der Markt. Wir wissen alle nicht, wohin der DAX in den nächsten 5 Jahren rennt, wie viel Aktienmarktrallye wir noch kriegen, ob die Tesla irgendwann die ganze Welt übernimmt. Lieber Alex, das ist absolute Spekulation. Und wir sind hier am Finanzmarkt, das ist Spekulation. Und wenn wir alle wüssten, wohin die Reise gehen würde, der Markt nicht mehr funktionieren. Insofern geben wir dir hier ein Rüstzeug an die Hand, um die Märkte zu verstehen mit unseren Webinaren. Und das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und ja, keiner der Indikatoren und auch Saisonalitäten haben keine Garantie. Auch unser Forex Bull mit den statistischen Pattern hat dieses Jahr nicht wirklich die beste Laufstrecke, weil A, die Volatilität fehlt und B, auch statistische zyklische Wiederholungseffekte dieses Jahr teilweise ins Klo greifen. Nun muss man sowas auch teilweise über 10 Jahre sehen. Da geht es nicht um das Jahr 2021, sondern wenn man eine funktionale Strategie mit positivem Erwartungswert hat, und das zeigt uns die Saisonalität und das zeigen uns diverse Trading-Ansätze, dann muss man die auch verfolgen. Und da geht es nicht darum, dass man das 3 Monate macht, 6 Monate. Nein, hier geht es um tausende Trades, um Jahre, wo man sowas durchzieht. Und das am besten auch diversifiziert mit verschiedenen Strategien, mit verschiedenen Timeframes. Und da wirst du hier sicher den Weg des Erfolgs finden. Nur das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und Zeiten und auch des Geldes. Insofern ein kurzes Statement dazu, weil das wollte ich jetzt so nicht stehen lassen und für den einen oder anderen auch interessant, dass natürlich all das, was wir hier mit Saisonalitäten und Chris arbeitet gerne damit oder auch Trendfolgeaspekten wie dem Multi-Timeframe-Ansatz, den verschiedenen Farbampelsystemen da, wo man sagt, das ist jetzt alles rot, eher bärisch, alles grün, eher bullisch. Das sind Ansätze, da beziehen wir uns hier auf ja, statistische Kennzahlen, die uns einen Vorteil bringen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Aber niemals die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit aufzeigen werden, weil ich hatte auch so tolle Trading-Setups, wo der Chart 1A-Bombe, Saisonalität 1A-Bombe, Wochentag-Bombe, also alles gigantisch, hätte eigentlich all in gehen müssen. Und am Ende des Tages hat der Markt was anderes gemacht. Und insofern das mal als kurzes Feedback. Und jawohl, du meinst es ja auch rein konstruktiv, lieber Alex. Das ist ja auch kein persönlicher Angriff, aber die Punkte, die dich da jetzt beschäftigt haben, wollte ich direkt aufnehmen, weil es wahrscheinlich vielen so geht. Und Chris hat ja auch gesagt, dieses Jahr ist das Jahr, wo die Saisonalitäten mit Verlaub ein Stück weit voll gegen die Wand rennen. Ja, wo man einfach sagt, das funktioniert irgendwo nicht so rund. Das heißt aber nicht, dass es nie funktioniert. Es ist nur ein schwieriges Jahr und damit kommen auch die niedrigen Volatilitäten, gerade am Forex-Markt, muss ich sagen, ganz großes Thema. Wir haben einfach teilweise zu wenig Volatilität. Das habe ich heute Morgen beim Devisenradar auch dargestellt. Euro-US-Dollar im Schnitt 100 Pips rund mit während der letzten 20 Jahre. Und wir dengeln hier aktuell bei 44 rum. Also das ist einfach unterdurchschnittliche Schwankungsintensität, die das Ganze auch noch schwieriger macht. Aber das mal zum Wort des Dienstags, lieber Chris. Ich bin mal gespannt, welches Währungspaar du uns heute sozusagen darbietest, was für dich interessant sein könnte. Und insofern, die Bühne ist wieder dir und danke, Alex, für deinen Beitrag, beziehungsweise auch konstruktiven Einwurf. Chris, ich muss noch mal ganz kurz sagen, warum reite ich überhaupt auf einem Negativbeispiel rum? Es gibt da draußen Tausende von Möchtegern-Tradern oder Leuten, die irgendwie Geldscheine in die Kamera halten, die euch den ganzen Tag lang nur Positivbeispiele zeigen werden. Und wer jetzt die letzten Webinare immer dabei war, der weiß natürlich genau, dass wir eigentlich ganz gut liegen. Aber ich habe halt für mich gelernt über die Jahre, dass die Dinger, die schief gehen,
dass man sich die eigentlich nochmal angucken sollte. Also was lerne ich zum Beispiel aus so einem Trade im Gold Long? Ich lerne daraus, dass ich hätte das Chartmuster Doppel-Top-Formation sozusagen hätte nutzen können, um Stop-Loss enger zu ziehen, dass irgendwas nicht stimmt vielleicht. Ich lerne daraus, dass die Saisonalitäten dieses Jahr nicht ganz so gut funktionieren, wie zu erwarten war. Das heißt, ich kann jetzt in den nächsten Trades zumindest mal das so ein bisschen weiter hinten anstellen in meiner Argumentationskette. Und ich lerne eben daraus, dass Risikomanagement natürlich immer wichtig ist und dass ich da immer wieder auch drauf gucken muss. Und ihr könnt gerne irgendwelche Webinare euch reinziehen bei irgendwelchen Brokern oder sonst wo. Die zeigen euch den ganzen Tag nur ja, Sonnenschein und was weiß ich. Aber ich denke, es ist realistischer, wenn wir uns einen Trade angucken, der schief geht, um einfach Nutzen daraus zu ziehen. Weil die guten Dinger, klar, da haben wir auch viele davon, aber kann euch nicht jedes Mal erzählen, Mensch, guck mal, wie geil ich bin und wie super das alles läuft. Und es gibt tatsächlich einen Indikator, der immer recht hat und der euch immer wegweisend ist, und das ist einfach euer Kontostand. Also wenn ihr am Ende des Jahres sozusagen euch den Kontostand anschaut oder auch natürlich von mir aus jeden Tag, dann zeigt euch der Kontostand eiskalt, ob ihr gut unterwegs seid oder schlecht unterwegs seid. Das ist eigentlich das Einzige, wenn man ehrlich ist, worum es uns im Trading geht, ist unser Kontostand. Und wenn jetzt mir so ein Trade was von meinem Kontostand wegnimmt, dann muss ich mich gezwungenermaßen damit beschäftigen, weil das sozusagen wie ein Arbeitsunfall in meinem Restaurant ist oder so. Wenn sich da jemand jetzt wehgetan hat, dann muss ich quasi gucken, dass das einfach nicht wieder passieren kann. Oder ob ich was dazu tun kann, dass es nicht wieder passiert. Aber wir switchen jetzt rüber vom Goldpreis natürlich auch auf Trades, die wir jetzt neu machen können, wo ich Potenzial drin sehe. Wer es noch nicht kennt, wir schauen kurz Woche, Tag, Stunde an, auf Basis Trendanalyse, auf Basis der EMA-Bündel sozusagen gefiltert. Wir schauen uns in der Regel die die Swaps Longs, Swaps Short an, also die Zinslogik dahinter bei den Forex Pairs, was im Moment auch ein bisschen in der zweiten Reihe steht, weil wir niedriges Zinsniveau haben, nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Volkswirtschaften sozusagen, dass Swap meist uns nicht mehr so viel schadet oder auch nicht mehr so viel bringt, dass jetzt hier das große Carry Trading oder so Sinn macht. Und wir schauen uns den Seasonal Forecast an. Wichtig jetzt, wir schauen erstmal auf die Trends. Und der erste Blick, der mir jetzt hier auf meine Filtermatrix interessant vorkommt, ist der US-Dollar-Japan-Yen. Wir haben seit 15 Wochen einen Aufwärtstrend. Wir sind also hier ganz gut über die gleitenden Durchschnitte im Langfristchart drüber gegangen, haben uns erholt, haben einen jungen Trend etablieren können, indem wir ein neues Hoch ausbilden, also aus markttechnischer Sicht sozusagen ein neues 1, 2, 3 generieren und sind jetzt schon wieder in der Korrektur gewesen und Richtung Long wieder unterwegs. Und das ist eigentlich hier von der Geldflussanalyse erstmal sehr interessant, weil der Basiswert sozusagen Zulauf hat, langfristig gesehen. Mittelfristig Tageschart sehen wir auch ein sehr interessantes Bild. Holen wir uns mal noch die Saisonalität mit dazu auch. Wenn wir wissen, dass wir vielleicht jetzt nicht unbedingt so hart drauf gucken müssen dieses Jahr, die Info will ich trotzdem haben, weil wann sie wieder funktioniert, das weiß ich jetzt vorher nicht. Aber auch hier im Tageschart interessant. Ich sehe also diesen Aufwärtsswitch. Ich sehe eine schöne Korrektur, wahrscheinlich 38,2 Fibo ungefähr. Und ich sehe den nächsten Trendarm, die nächste Korrekturphase. Und da können wir jetzt natürlich relativ schön damit arbeiten, weil es ist ein junger Trend. Es zeigt Woche, Tag, Stunde alles in eine Richtung. Die Saisonalität ist am Wendepunkt. Das heißt, wir gehen aus der bärischen in die bullische rein. Und ich habe auch eine recht schöne Chartformation, weil ich erwarte hier sozusagen eine sogenannte inverse Schulterkopf-Schulterformation. Wir haben hier die linke Schulter, wir haben den Kopf ausgebildet, meiner Meinung nach, und warten jetzt sozusagen nochmal so einen kleinen Dip nach unten ab, um hier diese Formation einer, ja, was kann das sein, eine Flagge oder ein Keil, der hier nach unten geht, sozusagen Trendfolgen fortzusetzen. Kann sein, dass wir jetzt gleich durchstarten. Ich gehe mal rüber in die Trade Cycle Software, um das jetzt noch mal ganz kurz anzuschauen. US-Dollar, Japan, Wochenchart. Etwas weiter zurück, wir schauen bis 2014 und sehen hier eine schöne Abwärtstrendlinie, die wir jetzt nach oben aufgestoßen haben. Wir sehen nochmal die Saisonalität, die jetzt bullish switcht sozusagen. Wir sehen diesen neuen Aufbruch. Wir sehen auch einen Rückläufer ans Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil. Das heißt, wir sehen hier eine Volumenstütze besonderer Art, einen Drehangelpunkt, einen Magneten, der hier Entscheidungen treffen kann. Wenn wir also jetzt hier nach oben durchstarten, dann ist Platz da, weil wir einen schönen neuen Trend haben. Wir haben auch hier relativ nah einen Widerstand aus alter Sicht, einen alten Horizontalwiderstand, den wir jetzt schon mal tariert haben und dann natürlich im besten Falle hier im nächsten Trendarm nach oben aufbrechen werden. Das heißt, wir dürfen dann laufen bis
Oberkante, Haupteffizienzlevel, Marktprofil. Das heißt, wir dürfen dann ein ganzes Stück uns hier bewegen Richtung 114. Und dementsprechend ist das ein Trade, der meiner Meinung nach jetzt für die nächsten Tage ganz interessant wird. Was jetzt die Frage ist, ist, starten wir los? Also haben wir die Formation sozusagen hier schon aufgelöst, diese Korrekturformation, oder gehen wir nochmal runter und machen diese SKS-Formation komplett? Also das ist jetzt sozusagen die Frage, die es noch zu beantworten gilt, wo man jetzt also hier als Trader sozusagen damit leben muss. Ich ziehe mal noch ein Fibo kurz rein. Wir sehen, wir sind genau am 61,8er gedreht. Das heißt, aus Fibonacci-Sicht wäre die Korrektur ausreichend gewesen, sollte eigentlich jetzt im besten Falle gar nicht nochmal tiefer gehen. Das heißt, es kann sein, dass wir hier direkt nach oben durchstarten. Und die Lösung des Problems wäre jetzt aus meiner Sicht, dass man sein Risiko nimmt, also das, was ihr sozusagen riskieren dürft, aus meiner Empfehlung heraus 2% von eurem Kontostand, und jetzt mit einer Hälfte dieses Risikos sozusagen direkt eine Long-Position aufmacht in Richtung sozusagen übergeordnetes Chartbild. Und mit der zweiten Hälfte euch hier auf die Lauer legt, sozusagen nochmal an die Kante dieser Trendlinie und da nochmal sozusagen eine Position hinzukauft. Stop-Loss sollte liegen unter dem letzten markttechnischen Verlaufstief 108,71. Da würde ich den Stop drunter legen. Das wäre dann auch die 200-Tage-Linie und sozusagen hier das Ende der Volumenunterstützung. Das ist also ein sehr konkreter Trade, den man jetzt markethälftig aufmachen könnte, aus meiner Sicht heraus. Die zweite Hälfte dann auf die Trendlinie legen und den Stop-Loss sozusagen unter das letzte markttechnische Verlaufstief. Chris, ganz kurz deine Meinung über Stellar Japanien. So, da muss ich doch direkt mal das Mic anschalten. Witzigerweise hatte ich heute Morgen britisch Pfund-Yen im Devisenradar, auch long, sozusagen schon in den Augenschein genommen. Und auch wenn jetzt der eine oder andere wieder im Rahmen von, jetzt kommen wir wieder mit dem nächsten Effekt, der Korrelationsanalyse. Also, ihr wollt ja auch ein bisschen was mitnehmen. Korrelationen sind sozusagen Klumpenrisiken. Und hier ist spannend zu wissen, dass, wenn der Goldpreis tendenziell fällt, der US-Dollar-Yen steigt. Also das ist sozusagen ein negativer Korrelationseffekt. Und wir sehen beide, Chris, meine ich ja wohl auch, den Gold eher nochmal nach unten droppen. Und in dem Fall passt US-Dollar-Yen hervorragend, weil charttechnisch bin ich 100% bei dir. Liege übrigens auch auf der Lauer. Ich habe dann einen leicht anderen Ansatz, den ich heute Nachmittag beim Rainbow Trading vorstelle. Denn wir haben hier einen super Trend, zeigen auch deine gleitenden Durchschnitte. Genauso zeigt das auch der Rainbow. Und wir haben hier tatsächlich dieses Ausbruchsszenario, und wir haben uns nicht vorher abgesprochen, Chris, aber US-Dollar-Yen sehe ich auch bullisch, wobei ich mich hier einstoppen lassen würde, wenn wir die letzten Hochs vom Juli rausnehmen. Also ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, auch im Rahmen dessen, wenn der Goldpreis jetzt doch nochmal sich kurzfristig erholt, das US-Dollar-Yen, und das ist ja deine Idee für den zweiten Trade, sozusagen auch sehr cool dahingehend, dass du eine Position splittest, gern jetzt rein, falls der Trend schon direkt startet oder der Impuls, und dann nochmal tiefer gelegt eine gestaffelte Order, um hier nochmal wirklich so einen Drop nach unten mitzunehmen. Und wenn das passiert, wäre ich da auf jeden Fall ganz groß dabei. Also insofern, US-Dollar-Yen werde ich am Nachmittag auch noch mal kurz beleuchten, aber bin da komplett bei dir. Also sieht super spannend aus, und ich denke auch, das ja, kann erfolgreich werden. Nur am Ende des Tages wissen wir es nicht. Der Markt wird es entscheiden. Genau, also deswegen natürlich Stop-Loss setzen ist eh logisch. Aber jetzt nochmal Argumentationskette. Wir haben übergeordnetes Chartbild long auf Wochenbasis, auf Tagesbasis, und wir sehen hier untergeordnet auch die Stunde schon grün. Das heißt, auch die kurzfristigen Trader dürften hier schon diesen Arm quasi handeln. Kann natürlich jetzt das Risiko sein, dass die quasi nochmal hier diese inverse SKS auf die Mütze kriegen. Das stört uns erstmal gar nicht, weil dann gehen wir kurz in den Pufferlust rein, machen die zweite Position auf, sichern die ab und haben aber insgesamt unser Risiko nicht überspannt. Saisonalitäten sind bullish, Chartbild sieht sehr schön aus, die Trendlogik aus Markttechnik-Sicht ist gut, auch quasi der Trend ist jung, das Volumen spricht dafür, die gleitenden Durchschnitte sprechen dafür. Es gibt quasi eigentlich aus meiner Sicht heraus kein Gegenargument, was gegen Trade spricht. Es gibt viele dafür, und das sind wir jetzt bei der Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr immer wieder solche Trades handelt und sucht und nur diese handelt, dann kann im Endeffekt auf lange Sicht eigentlich ja, sich euer Kontostand nur gen Norden entwickeln. Also es geht gar nicht anders, es sei denn, ihr habt sehr, sehr viel Pech,
oder habt einen schlechten Broker. Übrigens nochmal initial, weil Chris das hier gesagt hat mit der Verlustquote 73,9%. Ihr könnt so ein bisschen mal bei den anderen Brokern drauf schielen. Man kann, es liegt jetzt natürlich auch mal am Kunden, aber man kann auch so ein bisschen die Broker dadurch unterscheiden, weil es gibt da welche, die haben da noch ganz, ganz andere Quoten auf der Negativseite für die Kunden. Also ein bisschen Analysequalität des Brokers kann man tatsächlich über die Quote machen, wenn auch natürlich hier der Kunde natürlich auch das Problem sein kann, aber in der Masse dann vielleicht, wenn das immer nur schief geht, vielleicht auch ein bisschen der Broker dann schuld ist. Euro-Pfund-Woche, tiefrot seit 26 Wochen, Abwärtstrend, wir sind im Tageschart im Abwärtstrend, wir sind auch hier im Endeffekt saisonal schon schwach unterwegs und wir können hier auch schon davon ausgehen, dass dieser horizontal Unterstützungsbereich gebrochen ist, dass wir also hier schon durch sind, deswegen zeige ich es euch nochmal mit, das wäre also auch nochmal eine schöne interessante Idee auf der Short-Seite, einfach aufgrund der Chart-Dynamik, Saisonalität und so weiter, passt da auch alles ganz gut rein ins Bild. Ihr seht das an der Matrix, also alles tiefrot, britisch Pfund, Schweizer Franken, interessant auf der Long-Seite auch. Hier der Wochenchart über die EMAs, kurze Korrektur, jetzt wieder schöne Aufwärtsdynamik. Marktprofil sagt, du darfst laufen bis Oberkante, alles frei, also hier auch eine schöne Bewegung, enger Stop-Loss möglich. Können wir also auch getrost uns hier was rausdenken, ein bisschen an die Korrelationen. Es gibt da durchaus auch bei MyFXbook oder so Informationen drüber. Da könnt ihr sozusagen die Pärchen eintippen und gucken, wie hochgradig sie korreliert sind, dass ihr euer Depot nicht oder euer Trading-Konto sozusagen nicht überfrachtet mit Risiken auf einer Seite. Also wenn ihr immer nur britisch Pfund long handelt, dann dürft ihr euch natürlich nicht wundern, dass dann vielleicht mehrere Positionen sozusagen sich stark ähnlich und das bedeutet sozusagen diese Korrelation bewegen. Das ist also wichtig, dass ihr, wenn ihr aus dem Basket der Forex-Pairs sozusagen nicht immer das Gleiche handelt. Das sollte nicht immer der gleiche Wert im Vor- oder Nachnamen stehen. Outcut, interessant auf der Short-Seite seit 13 Wochen Abwärtstrend. Wir haben eine starke Horizontallinie unterschritten. Gleitende Durchschnitte brechen uns nach unten weg und der nächste Volumenunterstützungsbereich ist auch noch ein ganzes Stück weg. Das heißt auch hier nochmal die Möglichkeit, nach unten durchzugehen. Schauen wir uns den Tageschart an, schauen wir uns die Saisonalität an. Das kann man wunderbar handeln, insbesondere weil wir hier unter das Haupteffizienzlevel gebrochen sind. Das heißt, wer jetzt hier Short geht, hat eine schöne Stop-Loss-Möglichkeit mit dem letzten Verlaufshoch. Das wird dann auch irgendwann der EMA drunter kommen. Man handelt also auch wieder mit allen Argumenten hier gehen Süden und das wäre also auch nochmal eine schöne Alternative. Das sind zwar auch beides sehr rohstoffsensitive Werte, also sowohl Australien als auch Kanada hängen sehr stark an den Rohstoffpreisen dran, was wiederum dann natürlich auch eine Korrelation zum Gold darbieten kann. Aber ihr seht das ja an sich schon an den Charts. Die sehen dann teilweise jetzt hier schon wieder komplett anders aus als die, die wir uns bis jetzt angeschaut haben. Und da kann man dann schon auch als Laie so ein bisschen sagen, okay, das macht vielleicht Sinn, wenn ich da die Position ein bisschen aufsplitte. Ansonsten gibt es übrigens dazu, zu dieser Korrelationssache natürlich auch, wenn ihr auf YouTube da mal guckt, immer sehr, sehr gute Inhalte, um das nochmal zu verstehen, wie diese ganzen Pairs ähnlich oder eben nicht ähnlich korrelieren. Eurocut, interessant auf der Abwärtsseite natürlich auch, hier seit 4 Wochen abwärts drin, Tageschart so ein bisschen schon mit einer SKS-Formation, die sich wahrscheinlich jetzt nach unten auflösen wird. Saisonalität bärisch, also auch hier natürlich ein sehr schöner Chart mit schönen Stop-Loss-Möglichkeiten. Ihr seht, nach der Logik heraus finden wir gerade sehr, sehr viele Alternativen auch zum Goldpreis und können uns durchaus hier auch mal mit exotischeren Pairs beschäftigen. Also was interessant ist, ist immer unsere direkten Nachbarn, also Polnisch Zloty, Tschechisch Krone und so weiter. Da kann man mal reingucken, weil da die Spreads nicht ganz so abartig groß sind. Muss man natürlich auch sehen, da funktionieren die Seasonals etwas besser. Das sehe ich dann auch schon an den Chartbildern an sich. Also wenn hier die Seasonals schwach sind, dann geht der Kurs runter. Wenn die Seasonals stark sind, geht er hoch. Und da funktionieren übrigens auch noch die Saisonalitäten. Also hier könnte ich sozusagen jetzt Europonisch Zloty auch diesen jungen Aufwärtstrend über die gleitenden Durchschnitte, Haupteffizienzlevel zweimal abgearbeitet. Das heißt auch hier jetzt nochmal Kraft nach oben bis zum nächsten Widerstand durchzugehen. Ihr seht, ihr findet mit der Logik heraus Woche analysieren, Tag analysieren, Saisonalität analysieren, gleitende Durchschnitte, Volumen anschauen, klassische charttechnische Untersuchungen, klassische markttechnische Untersuchungen, findet ihr eine Vielzahl von guten Trades. Und wenn ihr immer das Schema abarbeitet, immer wieder
das Gleiche tut und nichts dagegen spricht, werdet ihr am Ende des Tages sozusagen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Geld verdienen und am Ende des Jahres zumindest. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist natürlich, weil das auch gerade so ein bisschen wieder interessant wird, kurz nochmal ein Polnisch Zloty hier im US-Dollar, sieht der Euro fast besser aus, ist natürlich der Bitcoin. Also der kommt jetzt natürlich wieder das Interesse auf. Wenn wir mal kurz schauen, jetzt hängt der MT4, weil natürlich die Kurse jetzt wieder steigen können. Wir haben auch hier schon Saisonalitäten, die wir berechnen können, wenn auch hier wenig Historie natürlich da ist am Bitcoin und dementsprechend die Saisonalitäten nicht ganz so viel Beachtung finden sollten, ist doch das Chartbild sehr interessant, weil wir hier auch einen neuen, jungen Aufwärtstrend etablieren konnten. Ich weiß, es gibt entweder Befürworter, die das Zeug lieben, dieses Krypto-Segment, oder die sagen, ja, spinnst du, was guckst du dir überhaupt die Charts an? Ich finde es jetzt recht interessant, auch nochmal als neue Asset-Klasse, die wenig Korrelationen hat, bis gar keine Korrelation. Also was der Goldpreis macht, ist eigentlich dem Bitcoin scheißegal, auf Deutsch gesagt. Es ist immer noch eine alternative Anlageklasse dazugekommen. Das heißt, wer jetzt früher gesagt hat, es gibt Anleihen, es gibt Aktienmärkte, es gibt Rohstoffe, es gibt Devisen, der kann jetzt sozusagen natürlich sich dieses Feldes der Kryptos bedienen und mittlerweile natürlich auch hier über den MetaTrader das Ganze handeln. Und Chris, ich würde dich jetzt noch mal ganz kurz fragen, zu deiner Meinung, ja, Kryptos generell vielleicht gerade noch mal interessant oder auch ja, zum Bitcoin natürlich. Auch danke für das, sage ich mal, Abfragen deinerseits, finde ich auf jeden Fall spannend. Und hast du schon gesagt, Kryptos sind für mich definitiv eine Asset-Klasse, die gekommen ist, um zu bleiben. Das heißt, die wird nicht verschwinden, meines Erachtens, auch wenn vom Volumen aktuell noch ein Stück weit unterirdisch. Ich finde selber, die Kryptos laufen charttechnisch in hervorragenden Bahnen. Ich habe da auch Kontakt zu dem einen oder anderen relativ aktiven Kryptohändler, der das auch sozusagen mit, ja, KI-algorithmischen Systemen tradet. Und er fühlt sich so ein bisschen in die 90er, 2000er zurückversetzt, wo auch Charttechnik bei dem einen oder anderen Asset-Segment noch ein Stück weit funktionaler war. Also man muss sagen, die Kryptos sind wirklich sehr schön zu analysieren. Klar, auch keine 100% Weisheit, aber charttechnische Muster funktionieren wirklich schön. Es gibt auch Fakeouts, aber man kann die Kryptos gut handeln. Und meine Meinung ist auf jeden Fall, dass wir beim Kryptowert Bitcoin, die Mutter aller Coins, in jedem Fall einen Aufwärtsimpuls gesehen haben. Wir haben die große Range. Du hast jetzt hier gerade den Bitcoin Future sogar am Start. Das ist ja nochmal, sage ich mal, eine Asset-Klasse für sich. Aber der klassische Bitcoin als ja, Krypto-Coin ist ja hier in der Range ausgebrochen, über 40.000, 42.000. Und wir bei JFD haben den bei uns als CFD. Da muss man auch wieder ein Stück weit zwischen zwei Welten hin und her schauen, weil Future-Markt ist das eine, Derivat-CFD das andere und physische, in Anführungszeichen, digitale Kryptos, die in Wallets liegen, sind wieder das andere. Aber ich muss ehrlich sagen, ich halte verschiedene Kryptos, aber mehr unter dem HODL-Gesichtspunkt, genauso wie ich Gold und Silber und auch Platin sozusagen halte und kaufe, weil ich hier A, diversifiziere und das als Investment sehe. Ich spiele aber natürlich auch hier und da in kurzfristigeren Segmenten mit den Kryptos, wie auch mit Forex und Gold. Insofern absolut wichtig und ich würde mich hier natürlich dann auch sehr, sehr freuen, wenn wir bei JFD da unsere Palette erweitern. Wir haben ja unsere 5 Top-Kryptos. Also wie gesagt, handelt es jetzt nicht irgendwie den Dogecoin oder irgendwelche, sage ich mal, unterirdischen Coins, weil hier, und da bin ich auch dann fertig mit meinem Dialog, denke ich, es erinnert mich so ein bisschen an den neuen Markt. Also es wird viele Krypto-Coins geben, um nicht zu sagen, wahrscheinlich 90%, die ein Stück weit dahin siechen, die nicht die Story verwirklichen, die man so sieht, aber ich sage mal, ein größerer Teil wird sozusagen dahin gehen und auch keine Rendite bringen, aber die anderen 10%, das sind wahrscheinlich so wie die Facebook, Apple und Googles der heutigen Tech-Szene, solche Segmente wie zum Beispiel bei den Kryptos. Und ich will auch sagen, ich habe selbst kein Bitcoin, aber im Gegenteil dazu Ethereum, was ja auch in dem DeFi, also dezentrale Finanzsegmenten, aktiv ist. Und das ist ein hochspannendes Thema, weil da eben auch große Tech-Firmen und Banken eben sogar investieren. Und deswegen glaube ich, die Kryptos sind ein super spannendes Segment. Aber auch hier nichts für schwache Nerven, mit hoher Volatilität gesegnet, so will ich sagen. Also aufgepasst, liebe Leute, die Schwankung ist enorm hoch. Und wenn er das bei uns bei JFD mit einem Hebel handelt, also sozusagen mal 2 die ganze prozentuale Bewegung, dann ist das schon nichts für schwache Nerven. Also da auch umso wichtiger hier Absicherung, kleine Positionen. Aber wenn die Kryptos mal laufen, also in den Trend gehen, dann sehr spannend. Und saisonal siehst du ja auch gerade hier auf die 3 Jahre, wobei auf 10 Jahre sieht es ein bisschen anders aus.
Aber grundsätzlich die Kryptos natürlich auch historisch noch nicht so lange, um die Seasonal Pattern wirklich fruchtbar anzuwenden. Auch da vorhin der Hinweis an Seasonax von dir, da sind wir auch in einem Kooperationsgebaren mit dem lieben Dimitri Speck, der das ja sozusagen kreiert hat. Also ich kenne ihn persönlich und kenne auch das Team von ihm. Und hier sind wir sogar schon in Verhandlungen, da auch ein Stück weit was für JFD-Kunden zu etablieren. Nichtsdestotrotz kannst du dort natürlich auch wirklich Seasonal Pattern schön abfragen. Und ja, der Bitcoin ist eigentlich nicht nur auf 3 Jahre gesehen, wie von dir dargestellt unten, sondern auch mit Blick auf die letzten 10 Jahre, so ein Stück weit bis in den Oktober hinein, eigentlich auch von Schwäche gesegnet. 10 Jahre sind aber historisch auch noch nicht das Fundament. Da bräuchte man theoretisch schon 20 Jahre plus, eher 30. Aber dennoch ist das eine Tendenz, dass wir tatsächlich aus dem Sommer heraus bis in den Herbst eher schwach sind, um dann zum Jahresende, da lässt die Jahresendrallye grüßen, obwohl die Kryptos ja wirklich unabhängig von anderen Assetklassen sind. Das finde ich halt auch wirklich spannend, wie du es so schon sagtest, Chris, hier zum Jahresende auf jeden Fall ein Stück weit bullisches Grundmomentum mitschwebt. Also definitiv spannendes Thema und schön, dass du den mit aufnimmst. Ich habe bislang aber im Chat auch keine Wunschwerte gelesen. Also, das hast du ja vorhin auch aufgerufen. Gibt es irgendjemanden, der hier den einen oder anderen Wunschwert hat, den wir hier mal beleuchten können? Ansonsten würde ich sagen, nutzen wir die letzten Minuten direkt nochmal zur Beschau an Underlyings, die dir von Interesse noch sind. Also US-Dollar super spannend analysiert, Euro-Britisch Pfund genauso. Bin ich übrigens unlängst auf Break-Even leider ausgestoppt worden, weil ich den auch short getradet und gesehen habe wie du. Und da ist aber das Pfund auch ein Stück weit biestig hier und da. Und da muss man einfach sagen, okay, abhaken, nach neuen Chancen suchen. Ihr habt jetzt quasi die Basiswerte, die ich interessant finde und jetzt trade sozusagen gerade im Schnelldurchlauf bekommen. Ich würde jetzt mal ganz kurz die Zeit noch nutzen, wenn es euch interessiert und jetzt noch mal kurz auf das Marktprofil eingehen. Weil, wenn ihr euch jetzt, nehmen wir mal diesen Bitcoin-Chart raus, eignet sich ganz gut, weil der fundamentale Einfluss relativ gering ist. Also wir haben hier wenig ist keine Wirtschaftsdaten. Wir haben immer mal ein paar News, wenn irgendwas verboten oder erlaubt wird, okay. Aber der generelle Newsfluss, der Einfluss der Fundamentalwert ist deutlich geringer als in allen anderen Basiswerten. Das macht es für uns technische Analysten hier durchaus interessanter. Und ich würde gerne die Zeit noch mal kurz nutzen, um euch hier euer Interesse sozusagen auf das Marktprofil zu lenken. Das Marktprofil ist jetzt hier gebildet aus dem sogenannten Tick-Volume. Das heißt, es ist ein Behelfsmarktprofil, weil wir natürlich kein echtes Volumen hier bekommen. JFD stellt zwar ein internes Volumen, aber das hat jetzt sozusagen hier mit einer Börse nichts zu tun. Und wir bilden sozusagen diese Indikation hier rechts heraus aus den Ticks, die getätigt wurden. Was auch noch leicht verfälscht ist, dass der Wochenendhandel sozusagen jetzt nicht abgebildet ist. Das heißt, wir haben hier mehr Gaps als im echten Markt sozusagen sind, weil natürlich jetzt die Broker ihre Risk-Abteilungen nicht nur wegen diesen Kryptos am Wochenende laufen lassen. Das heißt, hier haben wir sozusagen jetzt natürlich keinen Handel im Derivat und haben sozusagen leicht verfälschte Daten. Aber die Grundaussage des Marktprofils, die bleibt erhalten. Und zwar schaut mal auf diese Volumeninneffizienz, also auf diesen Bereich, der hier so ausgebeult ist. Weil die normale Analyse, wenn man sich jetzt normal dieses Chartbild anschaut, dann würde man doch meinen, wir haben einen Trend, wir haben eine Korrektur, wir haben einen Trend und wir werden jetzt sozusagen nach Bewegung eine Korrektur bekommen. Und das ist aus meiner Sicht hier gar nicht die Frage. Also das wird aus meiner Sicht heraus überhaupt nicht passieren, dass wir jetzt in die Korrektur gehen, sondern ich sage, wir gehen jetzt hier von den Gleitendurchschnitten relativ weit nach oben ohne Korrektur und können direkt long handeln. Warum treffe ich diese Aussage? Ganz einfach heraus, wenn wir das Marktprofil mal anschauen in der Vergangenheit, uns diese Ineffizienz hier anschauen. Der Kurs fühlt sich hier nicht wohl. Das heißt, hier zu diesen Kursen, zu diesen Bereichen findet wenig Handel statt, wenig Umsatz, wenig Zeit, die der Kurs hier verbringt. Er sucht sozusagen die Zone darüber und darunter, aber er sucht nicht die Ineffizienz. Er hat das hier gemacht mit diesem Anlauf, hat hier gestoppt, ist in die Korrektur gegangen, hat da sehr viel Zeit verbracht. Als er dann die Zone wieder angelaufen ist, ist er durchgebrochen, hat keinerlei Zeit hier drin verbracht. Er ist einfach straight durchgelaufen, weil hier die Aufgabe des Marktes ist ja quasi Umsatz zu generieren, Nachfrage und Angebot in Einklang zu bringen und Kurse zu stellen. Das hat er quasi hier nicht gemacht, weil hier wenig Handel war, wenig Käufer, Verkäufer. Drüber hat er sich dann wieder sehr lange aufgehalten. Als er dann wieder eingetaucht ist, das hat 1, 2, 3 Tage gedauert, hat ihn nicht interessiert, den Markt. Wir haben uns wieder mehrere Wochen drunter aufgehalten, sind wieder von der Zone abgeprallt und jetzt genauso wieder ganz kurz durchmarschiert. Das heißt hier, wie in der Vergangenheit, wenig Interesse vom Kurs überhaupt hier
Kontakt zu suchen. Und das ist jetzt quasi relativ einfach, von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, weil wenn hier wenig Akteure am Markt waren, wird auch in der nahen Zukunft das sich wahrscheinlich nicht großartig geändert haben. Und wir werden diese Zone sozusagen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder touchieren. Das heißt, die Korrektur wird nicht kommen, oder wenn sie kommt, dann bricht der Markt hier bis Haupteffizienzhilfeleitendurchschnitt in sich zusammen, dann ist der Trend sowieso futsch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs direkt weiterlaufen kann, ist jetzt sehr, sehr hoch, weil wir aus einer Volumeneffizienz, also aus einer sogenannten Wohlfühlzone, in die Ineffizienz schneiden. Wir gehen also durch eine Nicht-Wohlfühlzone hinein in eine Wieder-Wohlfühlzone, wo sich der Kurs lange aufgehalten hat, viel sich wohlgefühlt hat. Und die zieht den Kurs jetzt aus der Ineffizienz hier magisch an. Das heißt, wir werden wahrscheinlich durchmarschieren bis zu diesen Effizienzzonen. Das ist sozusagen jetzt nochmal hier zum Ende des heutigen Webinars vielleicht nochmal interessant für den einen oder anderen zu wissen, wie die Logik aus dem Markt, wie man das quasi liest, dass jetzt eigentlich meiner Meinung nach keine Korrektur ansteht, sondern wir durchmarschieren. Und das kann man eigentlich auf alle anderen Chartbilder übertragen, dieses Wissen. Also man kann sozusagen eigentlich aus dem Marktprofil in jedem Chart, den wir uns hier anschauen können, sei es, das haben wir heute noch nicht besprochen. Den Euro-US-Dollar haben wir heute gar nicht besprochen. Warum? Weil die Matrix sagt, ist es gar nicht wert. Wir haben auch hier immer Zonen, wo der Kurs quasi anläuft, wo er andockt, wo er hin und her läuft, wo er sehr zügig ist. Und wir haben Zonen, wo er sich wohlfühlt. Und wir haben Zonen, wo er sich in der Vergangenheit einfach nicht wohlgefühlt hat, wo er einfach wenig Zeit verbracht hat. Und diese Informationen können wir sozusagen in jedem Chartbild, das wir nutzen, beziehungsweise betrachten, nutzen. Und abschließend nochmal kurz, weil ich es auch heute noch nicht angesprochen habe, viele interessiert, dass der Kurs nochmal auf Chris, den Blick auf den DAX, ja? Chris? absolut cool, dass du den DAX noch reinnimmst. Ich finde es klasse, dass wir zum Ende hin jetzt wirklich so ein Stück weit auch viele Asset-Klassen und Underlyings besprochen haben. Aber weil du Kryptos ansprachst und ich hatte ja auch Ethereum erwähnt, dass ich da sozusagen am Hoddeln bin, wie das so schön heißt, haben wir hier drei Stimmen im Chat, die auch gern mal deine Einschätzung zu Ethereum hätten, den wir ja auch bei uns als CFD führen. Und Ethereum ist wirklich stark am Laufen. Also die parabolische Kursentwicklung schockiert hier teilweise, aber man muss mal sehen, wie das Chartbild dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren aussieht. Da wird das vielleicht gar nicht mal so steil aussehen, wie es jetzt wirkt. Aber hier dahingehend vielleicht kurz noch vorm DAX oder heben wir uns den DAX fürs nächste Mal auf, weil der notiert dann allzeit hoch. Aber gern beide Underlyings nochmal kurz besprochen. Ja, ich wollte nur beim DAX eigentlich nur kurz sagen, wir haben das letzte Mal gesagt, nutzt diese, geht nicht, fallt nicht auf die Shortfalle rein. Es wird sich weiter Druck nach oben aufbauen. Und im Endeffekt, sowohl im Kursindex als auch im Performance-Index, ist genau das passiert sozusagen, dass einfach der Druck weiter nach oben da ist, dass es unverändert sozusagen sich verengt. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass sich hier nichts verändert hat, dass wir nicht in die Short-Position reingehen sollten, auch so sehr das doch in den Fingern juckt da oben. Ich weiß das. Ethereum, Wochenchart, natürlich, ja, jetzt hier bei JFT, MetaTrader, relativ, ja, schwierig zu lesen. Klar, Volatilität ist da, es geht hoch, es geht runter. Was kann man daraus lesen? Aus meiner Sicht noch nicht so viel, außer dass es eher tendenziell von links unten nach rechts oben im Bildschirm läuft. Das heißt, ich gehe nicht short, ich gehe wenn dann long. Das wäre sozusagen die erste Matrix-Filterung. Long Trend ja, Short Trend nein. Wochenchart war sozusagen schon mal unser Filter. Der Tageschart ist sozusagen jetzt unsere, bei mir zumindest jetzt hier die Trading-Ebene. Wir haben aus einem Doppelboden zurück sozusagen die gleitenden Durchschnitte zurückerobert und sind losgelaufen. Das Ziel aus dieser Formation hier, sozusagen dieser Schiebezone ist schon erreicht. Wenn man diese Zone hier nach oben anträgt, sind wir da schon drüber hinaus. Das heißt, wir haben hier einen Trend, der sehr weit gelaufen ist, der keinerlei Korrektur gesehen hat. Wir sehen aber auch hier, und das ist genau das Gegenteil wie im Bitcoin, dass demnächst mal, also jetzt noch nicht gleich, ich zeichne es mal ein, demnächst mal ein kleiner Volumenwiderstand kommt. Wir haben hier wenig Aussagekraft aus dem Tick-Volume, weil einfach der Kurs sich hier Ethereum nicht so lange aufgehalten hatte wie im Bitcoin. Das heißt, wir können hier weniger draus lesen. Wir sehen aber auch, dass es noch eine Zeit lang nur auf Basisvolumen weiterlaufen kann und dass wir einfach hier noch bis zu 3,375 ungefähr Platz haben und dann eventuell aber diese Korrektur dann doch mal ansteht, weil ein Trend braucht nun mal eine Korrektur. Es sei denn, wir haben hier Harakiri-Käufer, okay, die können dann auch sonst wo laufen. Das kann ich technisch sozusagen
professionell nicht mehr analysieren. Das Einzige, was ich euch jetzt mit auf den Weg geben kann, ist bei 3,375 sozusagen vielleicht mal einen Take-Profit reinlegen oder mit einer Korrektur rechnen. Ja, Chris, soweit von mir. Ich denke, das war recht interessant. Wir werden jetzt quasi die Trades aufmachen, die wir besprochen haben, werden die im Webinar im September natürlich wieder uns gemeinsam anschauen, neue finden. Ich hoffe, du kriegst das mit dem YouTube bis dahin hin, dass wir sozusagen die Aufzeichnung uns auch anschauen können und natürlich, dass wir bis dahin vielleicht auch die Landingpage stehen haben für die ganzen Indikatoren hier für den MetaTrader. Super zusammengefasst. Ansonsten, ja, ansonsten sage ich mal danke für die Aufmerksamkeit. Ihr dürft natürlich auch zwischen den Webinaren euch schon Basiswerte wünschen. Auf den Social Media Kanälen und so weiter erreicht den Chris sowieso mich auch. Dann kann man quasi auch, wenn euch in 2, 3 Wochen schon mal was auffällt, das schon mal vorab wünschen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn es ein bisschen ist, dann ist es schon ein Schritt vorwärts. Schaut euch das mal an, schaut euch viele Charts an, nutzt einfach jede Stunde, die ihr habt, euch Hunderte von Charts immer wieder anzuschauen. Ihr werdet irgendwann Charts lesen können. Und ja, klar, was wir heute gelernt haben, ist, dass nicht immer alles klappt, aber das ist einfach diese Professionalität und die Realität auch, die wir euch natürlich hier mit auf den Weg geben wollen. Also das ist nicht immer alles super und wunderschön. Man muss sich meiner Meinung nach insbesondere mit den Fehlern unbedingt auseinandersetzen, um vielleicht weniger davon dann auch zu machen. Ja, so viel von mir. Ich sage danke, wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Chris, danke für die Möglichkeit, hier diese Webinare zu machen. Und dann hören wir uns, glaube ich, wieder Anfang September, oder? Genau. Also dahingehend erstmal vielen Dank für das Schlusswort. Da will ich gar nicht so viel drum rumschmücken. Der YouTube-Channel ist im Rahmen der JFD-Series parallel schon entworfen. Da wird heute ein Video als erstes reingeladen. Gegebenenfalls, wenn wir die im Archiv haben, lade ich auch die anderen Videos des Beginns unserer Serie noch hoch, damit wir da ein Stück weit was auch inne wissen. Also es wird kommen und dann wird es auch einen Mailer geben, wo wir dann alle registrierten Teilnehmer darauf hinweisen. Also wer das YouTube-Video jetzt dann hier schaut, irgendwann in naher Zeit oder einfach so draufklickt, ich werde auch unten verlinken, wie ihr praktisch da hier zu dieser Serie kommt. Ihr könnt euch regelmäßig anmelden. Und wenn es dann die Indikatoren gibt, wie Chris gerade sagt, da arbeiten wir natürlich auch dran, werden wir das auch dann entsprechend kommunizieren. Also ihr seid da herzlich willkommen. In dem Sinne, die gute Stunde ist rum. Chris, vielen Dank, wie gesagt, für deine Ausführung. Des Friedens, das positive Feedback ist hier ganz klar zu lesen im Chat. Also runde Sache, hat allen gefallen. Insofern, Chris, Grüße gar nicht so unweit von mir. Es ist sonnig, es ist wunderschön. Ich werde heute auch im Thumsee noch ein bisschen planschen gehen zum Nachmittag später dann und insofern nach meinem Webinar zum Rainbow Trading, versteht sich. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Jürgen, du bist angemeldet, hoffentlich. Mit YouTube funktioniert einfach, dass wir den Link zeigen. Da wirst du dann sozusagen direkt auf das Video von heute verwiesen und dann kannst du dort unter Home nach unten scrollen. Vielleicht beschreibe ich das am besten in dem Mass-Mailer und dann wirst du dann sozusagen diese Videoliste finden, wo wir dann verschiedene Serien. So ist es mal geplant, weil wir haben 2, 3 Serienformate im Monat. Da kommen 1, 2, 3 Videos im Monat rein. Sozusagen legen wir das mal als kompletten Serienordner an und da werdet ihr auf jeden Fall dann unseren Chris Stern mit seiner Clusteranalyse monatlich vorfinden. Und im Oktober, wie du schon sagst, im September, Vorlaub, erst im September natürlich und dann kommt der Oktober, sind wir immer so in der ersten Hälfte des Monats wieder am Start. Das heißt, da werdet ihr auf jeden Fall wieder mit uns rechnen können. Und wer noch nicht angemeldet ist, der kann das tun. Wie gesagt, Link baue ich unten ein. Ansonsten würde ich mich freuen, euch alle in voller Gänze dann wiederzusehen am 7. September. Chris, kannst du ja auch schon mal vormerken, beziehungsweise weißt das eh. Und insofern sind wir fertig für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Noch einen sonnigen Sommer und in dem Sinne fette Beute euch. Auf bald und ciao. Tschüssi, ciao zusammen. JFT, just fair and direct.